Jetzt will ich aber mal Zerstörung hier sehen. Glück auf, Leute. Willkommen zurück zu Red Faction Guerilla in der Remastered Edition. Hier in der Nähe ist das den Hackbistro. Viele der IDF-Offiziere essen dort. Es ist bestimmt schwer verteidigt, aber auch ein lohnendes Ziel. Was hältst du davon? Das Bistro machen wir weg. Die haben zu hohe Preise, die habe ich nie gemocht. Na dann mal alle rein in die Karre. Himmel, steh uns bei. Alles klärchen. Wir hatten da unten so scheiße geparkt, das war garantiert diesmal nicht ich. Du nicht weg, okay? Ich bin noch nie weggerannt. Na, wollen wir mal sehen, was das diesmal für ein Gebäude ist. Ist das dein verfluchter Ernst, dass ich da oben nicht rankomme? Da schiebe ich so einen Hass, dass ich mir das Schild hier gönne. Au, au, au. Ich krieg alles drüber, es tut so weh. Aber wenigstens haben wir eins der Schilder schon wieder weggemacht. Gut, dann fahren wir mal. Das Bistro, wo würden das sein? Wahrscheinlich wieder sonst wo, wo man überhaupt nicht rankommt und alles. Geh mal bitte aus dem Weg. Ich fahre nicht so gerne mit den LKWs hier auf dem Mars. Sie sind mir einfach zu langsam. Und zu schwerfällig. Ich will was Größeres. Was Schnelles. Ein Sportwagen-LKW. Oder sowas in der Art. Bin da. Geh doch mal aus dem Weg. Überraschungsterror und alles und Schmerzen. Ist das das Bistro da hinten? Wenn ja, ich hau da einfach mal was rein. Angeblich habe ich einen eigenen Typen erwischt oder was? Ich bin der Tod, der von oben kommt. Mann, ich wollte schon wieder weg, aber dann ging es doch wieder zu schnell, dass das Leben runtersackt. Das ist scheiße, wenn welche mit Schrotflinten in der Nähe sind. Manchmal kriege ich das nämlich vom Gehörgang auch gar nicht her, weil die Schrotze von der IDF, die klingt so wie ein Sturmgewehr. Also zumindest sehr vergleichbar. Die IDF, das geht mir auf den Senkel. Also boah, nicht schon wieder ein LKW. Kommst dran, wir fahren hin und machen Party. Ja, wieso musst du unbedingt beide Türen aufmachen, Frau? Bist du so fett? Ah! Ah! Bleib das nächste Mal zu Hause. Ich komme. Alles Gute kommt von oben. Hier springt ein LKW die Klippe runter und die denkt, naja, geht doch mal aus dem Weg, verdammt. Also die hat in ihrem Leben anscheinend auch schon so einiges erledigt. Und erwischt und erlebt und hast du nicht gesehen. Wir können hier aber auch nicht wirklich eine Abkürzung nehmen. Ach, wir sind ja schon da, lol. Vorhin war der Weg aber länger. Propagandasäule! So, okay, diesmal bin ich ein bisschen vorsichtiger. Ich verspreche es euch. Attacke! Habe ich noch Raketen? Habe ich. Liga 1 eliminiert. Liga 2 nicht. Liga 2 eliminiert. Oh, ich habe keine... Ich habe nichts mehr. Ich habe überhaupt nichts mehr.
brauche Muni. Wo kriege ich Muni her? Hat von euch keiner ein Sturmgewehr gehabt oder so? Hey, ich hab das. So. Bevölkerung demoralisiert. Das Raketengeschütz habe ich auch nie kapiert, warum das so toll sein soll. Ich spiele jetzt mal damit. Das hier ist angeblich auch irgendein wichtiges Wahrzeichen. So, hau weg. Aua. Eins von drei Denkmälern. Kannst du mal drüber nachdenken über das Mal? So, und wir gucken jetzt, wenn wir schon mal hier sind, mal, was das für eine Mission ist. Grüße. Die Alarmbereitschaft muss auf Code Grün sinken, ja, bevor du diese Mission startest. Das kann aber noch einen Moment dauern, denke ich. Ich meine, gelb ist es schon und hier ist auch keiner in der Nähe. Der genießt das Leben in vollen Zügen, ich sag's euch. Und da sind wir grün, sehr schön. So, alle mal aus dem Weg. Grüße. Die IDF hat einen streng geheimen Wirtschaftsgipfel einberufen. Sie wollen den Wirtschaftsgrößen glaubhaft versichern, dass der Aufstand unter Kontrolle ist. Unsere Industriebosse bezeichnen sich als Zivilisten. Aber lass dich nicht täuschen. Jedes Massaker, jede einzelne Grausamkeit auf diesem Planeten begeht die IDF zu ihrem Vorteil. Der Mars macht sie reich und Brutalität hält die Arbeiter in Schach. Wir haben nur eine einzige Chance. Dieses Mal werden sie mit Blut bezahlen. Also die ganzen Wirtschaftsbosse einfach mal zur Seite schaffen. Das klingt doch recht interessant. Der Ort ist auf deiner Karte eingezeichnet. Ich habe nur leider nicht besonders viel Sprengkraft. Ah doch, ich habe die Munition voll bekommen. Nice. Wer sind diese Leute? Bergbaukonsortium, Militärpartner, Transportunternehmen. Sie haben die IDF an der Leine und der Großteil des Rates steht auf ihrer Gehaltsliste. Das hier wird ihre Aktienwerte nicht steigern. Richtig. Wenn die Investoren das Vertrauen verlieren, werden sie die Besatzung nicht mehr länger finanzieren. Oh, das wäre natürlich gut. Wie viele Leute sind auf dieser Party? Genug, um die Sache interessant zu machen. Ich komme ja nicht hin, ich krieg ja nicht mal irgendwie... Sagt mir doch mal, wo ich langfahren soll. Ja, natürlich bin ich genau in der falschen Richtung unterwegs. Jedes Mal, wenn die IDF auf eine Arbeiterversammlung schießt oder Menschen von ihrem Land vertreibt, geschieht dies zum Wohle dieser Firmen. Für ihren Profit gehen sie über Leichen. Das wird sich bald ändern, Freunde, denn jetzt kommt der Peter und der geht auch über Leichen. Das könnt ihr euch glauben. Weg mit der Propagandski. Sie versuchen zu fliehen. Lass ihn nicht entkommen. Ich bin am Ort des Geschehens angekommen. Die sind alle da drin? Von hier aus sehen. Na, das ist doch gut. Können wir nicht das Gebäude so ein bisschen einkrachen lassen? Scharfschützen sind in Position. Was auch geschieht, die Ziele dürfen auf keinen Fall entkommen. Ziel am Boden. Hat noch einen erwischt. Das Fahrzeug fährt wohl niemand mehr. Das war der dritte. Nummer 4. Ich muss nicht mal reingehen. Gestrichen werden. Oh, jetzt vielleicht doch, weil... Und noch einer weniger. Und das war's. Macht's gut. Alle Ziele erledigt. Diese Männer haben für ihre Gier bezahlt. Wenn wir den Preis hoch genug ansetzen, wird der Mars frei sein. Das ist der Plan. Haben wir doch gut gemacht. Das war eine ganz schnelle Nummer jetzt. Wir haben das Gebäude selber mit benutzt, weil dadurch, dass die auf mehreren Etagen waren, die Böden, die weggekracht sind, die Trümmer, die rumfliegen und so weiter, das hat ganz gut funktioniert. Und hier haben wir direkt eine Sprengmeistermission, die ich jetzt auch machen will, weil die Sprengmeistermissionen hier sind für mich richtige Hassmissionen schon wieder. Was haben wir denn hier? Hab keine Angst, alle Regeln über den Haufen zu werfen und neue aufzustellen. Deine Möglichkeiten sind unbegrenzt. Sei kreativ. Folge deinen Träumen und dem ganzen Scheiß. Ich renne einfach mit dem Walker durch und mache alles platt.
Wie wäre es damit? Ich soll hier sogar alles platt machen. Das gesamte Gebiet soll geräumt werden. Ja dann. Lalalala. Ich weiß halt nicht, ob die ganzen kleinen Dinger hier mit dazugehören. Habe ich gewonnen? Ich denke schon. Hey, ich habe sogar die Brotzeit geschlagen. War jetzt aber auch nicht wirklich schwer mit so einem riesen Galapagos-Schildkrötengesicht. Hier geht das ja zicke Zange. Hier hinten haben wir auch noch die... Das ist wahrscheinlich die Hassmission, die ich erwähnt habe. Weil wir müssen diese Türme hier kaputt machen. Das ist wirklich ziemlich hässlich. Die Mission habe ich schon immer gehasst. Da werden wir uns jetzt eine ganze Weile dran aufhalten, denke ich. Wird sich nicht vermeiden lassen. Aber mal sehen, ob wir es hinkriegen. Wird schon alles irgendwie werden. In der Red Faction bevorzugen wir hausgemachte Sprengsätze. Pass nur auf, dass du danach noch alle Finger hast. So, hier kriegen wir jetzt nämlich auch die Thermalraketen. Nur leider nicht besonders viel. Wir gehen mal nach drinnen. Es gibt hier nämlich noch Munition, die wir uns gönnen dürfen. Da haben wir plus 25 Schuss gekriegt zum Beispiel. Ich hätte aber gerne noch ein Raketchen mehr. Geht das? Mensch, wo sind die denn alle? Ich habe keine Zeit. Obwohl doch, ich habe ganz schön Zeit für die Mission. Das ist gut. Ach, angeblich bin ich schon voll. Okay, dann gehen wir jetzt direkt mal in die Vollen. Ja, als ob ich hier hin das Gebiet muss. Okay. Los, fallende Trümmer, helft mir! Geholfen hat das nicht. Wo ist denn die Waffenkiste hier oben? Oh, bitte noch eine Thermarakete. Das wäre wirklich toll. Nee, natürlich nicht. Wozu noch? Wenn wir mal ein bisschen die Strukturen hier schädigen von dem Haus. Ach, die Dinger können wir gar nicht wegplatzen lassen. Ja, das ist ja herrlich. Dann habe ich doch aber schon längst verkackt, oder nicht? Wie soll ich denn hier noch alles abreißen? Na, ich hasse diese Mission und ich weiß auch genau warum. Nee, das müssen wir nochmal machen. Wir müssen erst mit dem Gewehr arbeiten und erst am Schluss dann mit den anderen Sachen. Habe ich jetzt kapiert. Wir machen erstmal oben die Krone-Damage, dass die nach unten sackt. Mit dem Nano-Gewehr. Wir holen uns quasi einmal eine Waffenkiste, damit wir Munition dafür haben. Und dann machen wir oben erstmal ein bisschen Party, weil die Thermarakete, die brauchen wir unten. Also mach mal auf die Kiste und gib mir Zeug. Und jetzt brauche ich einen Punkt, wo ich ordentlich schießen kann. Sind denn die verankert? Hier noch.
Ich weiß halt gerade nicht so ganz. Wo die Krone überall verankert wurde. Ah, sie sagt, alle mal in Deckung. Helfen. Aber das meiste ist doch runter. Wieso darf ich nicht gewinnen? Ah, hier sind noch ganz schön Trümmer dran. Gilt das schon als fertig? Ja, oh, wir haben es geschafft. Sehr gut. Oh, wir sind knapp an der Brotzeit vorbeigerasselt, aber ich will das auch nicht nochmal machen. Weil ich hasse diese Mission wirklich so knallhart. Das glaubt ihr mir überhaupt nicht. Wir gehen lieber zum Jenkins, der hat coole Sachen. Ich brauche dich als Beifahrer. Schau mal auf deine Karte. Komm schon, Jenkins. Verschwende nicht meine Zeit. Ich komme. Ich musste nur mal eben schiffen. Da war er wieder pinkeln, der Gauner. Ah, nicht auf mich fallen. Jenkins, ich bin da, alles gut. Ich musste nur noch ein Schild damage. Was? EDF, go home. Genau das. Okay, wir können. Hier wird nichts gebaut, was der EDF will. Die natürlichste Sache der Welt, Mason. Sie wird reinigend und erfrischend. Wer war das? In die Luft geht. Mann, jetzt stehen die ganzen hässlichen Schilde schon wieder hier rum, aber hier nochmal weg. Schön, um es in Worte zu fassen. Mehr! Mehr gibt's hier jetzt nicht. Sogar ich? Ja, du scheust dich in Gewalt. Entschuldigung. Wo bin ich? Schild! Schild! Ich höre ein Flugzeug, das macht mich nervös. Schild! Oh, oh! Oh, oh, zwei! Hey, EDF! Flieg zurück zur Erde! Als ob ich die Brücke damagen soll. Ey, wo fährst du hin? All diese zerfetzten Körper. Was gibt es Schöneres? Ey, der Jenkins fährt echt so ein Rad ab, der wird immer verrückter. Von Tour zu Tour. Der Jenkins hat richtig einen an der Lucke. Grüße! Ich sollte mir einen Getränkealter zulegen. Gilt die Brücke jetzt langsam mal als vernichtet? Ja, jetzt ist es, glaube ich, als kaputt gekennzeichnet. Oh, oh. Hättest du da hinten messen? Ich tue, was ich kann, aber ich bin halt auch nicht der Schnellste. Oh! Komm schon, das geht auch noch lauter! Verdammt!
Was zur Hölle? Warum ist die Brücke hier instant weg? Wir kommen hier nicht hoch, Jenkins. Glaube ich. Als ob der Jenkins das ernsthaft packt. Können wir jetzt bitte nach Hause fahren? Ich glaube, wir sind sogar schon auf dem Heimweg. Bin mir noch nicht ganz sicher, aber kann durchaus sein. Hallo? Gibt es hier noch Ziele für den Peter? Jeder Schuss ein Treffer. Das hat ihnen zu denken gegeben. Sodele, können wir jetzt bitte nach Hause? So langsam wird meine Lebensenergie nämlich schon wieder so, dass ich mir Sorgen mache. Ich würde ganz gerne heim wollen. Song. Gobi si da, Babi Gibu. Ulala, Shilala, Bu. Du weißt verdammt gut, was ich damit sagen will. Ich hab keine Ahnung, was du damit sagen willst, Jenkins. Lass mich in Ruhe! Oh shit. Geht doch einfach alle nach Hause. Ach guck mal, wir sind auch zu Hause. Na sieh mal einen an. Sehr schön. Da hat der Peter gewonnen. Da staunt ihr ja ganz hart. Bring dich bloß nicht in die Luft, wenn ich weg bin. Ich will jetzt doch mal mir die Thermaraketen auch mal holen, weil die haben doch eine ganz schöne Sprengwirkung. Die kann man doch bestimmt gut gebrauchen. Da sind sie schon. Die setze ich mir mal auf die 4. Ich darf aber auch nur 4 davon aktuell dabei haben. Schade eigentlich. Aber wir haben auch keine Kohle für Upgrades. Ach, was soll's. Leute, macht's gut.